Das Gähnen geht weiter. Zitat von der Seite Rolling Stone zur Folge 9 von The Walking Dead Staffel 7. Ich frage mich gerade allen Ernstes, WTF? Sind die alle behindert? Also, ich möchte, bevor jetzt die Preview startet, mal ganz kurz Stellung zu dieser Aussage nehmen. Das Gähnen geht weiter. Ich möchte jetzt nicht diese Seite haten oder irgendwie Stress machen, aber die haben keine Ahnung. Ich fand, das war wieder mal ein cooler Mid-Season-Auftakt, wo man einfach mal wieder sieht, dass es eine neue Gruppe gibt, die gegen Negan was macht. Also das ist so Vorbereitung wieder in den Kampf gegen Negan. Es ist nicht viel Action, aber wie das Ganze inszeniert wurde, ich muss sagen, Folge 9 gefiel mir wirklich außerordentlich gut. Besser als manch eine andere Folge von dem A-Teil von Staffel 7. Also echt, ich verstehe nicht, wie man sowas schreiben kann. Das Game geht weiter, das ist ja sowas von arrogant, aber scheißegal, wir machen jetzt mal unsere Preview zu Episode 10 von The Walking Dead Staffel 7, die da heißt New Best Friends oder auf Deutsch, im Original, auf Deutsch, Neue Beste Freunde. Ja, wir sehen schon in der Preview, dass Rick jetzt erst mit dieser neuen Crew, ich nenne sie jetzt einfach mal der Schrottplatz-Crew, er hat was damit zu tun und ich denke mal als allererstes versucht er mit ihnen natürlich ein Bündnis zu schaffen. Nur jetzt ist die Frage, wen nehmen die das Ganze auf? Sind die jetzt eher begeistert davon, dass Rick da ist? Also stehen die jetzt eher positiv zu ihnen, neutral oder negativ? Ich gehe mal davon aus, dass sie neutral zu denen stehen, dass sie natürlich auch vorsichtig sind. Es heißt doch immer, dass es junge Leute sind, dass die eher ja so Jugendliche sind und so weiter. Halt die jüngere Generation und da bin ich auch mal gespannt, ob die auch schon von den Saviors beeinflusst wurden, ob die schon mal was mit denen zu tun hatten und so weiter und so fort. Also ich denke mal, da können wir uns auf jeden Fall auf etwas freuen. Worauf wir uns noch freuen können, ist auf jeden Fall ein kurzer Ausschnitt wieder aus dem Kingdom. Die Saviors kommen wieder, ich denke mal, die wollen wieder ihre Ration abnehmen. Und ja, man sieht erstmal Daryl mit einer Armbrust, man sieht, dass Richard und dieser andere komische Wichser da von den Saviors, mit denen sich Richard schon vorher mal in die Haare bekommen hat, die richten Waffen aufeinander und man sieht dann auch noch in einem anderen Shot Daryl, der mit einer Armbrust auf etwas zielt, beziehungsweise der da steht. Jetzt ist natürlich die Frage, töten die Saviors da und machen kurzen Prozess mit denen, sodass Ezekiel wirklich auch schon gezwungen ist, jetzt aktiv zu werden. Denn ich denke mal, dass Richard irgendwas vorhat, allein da er schon mit einer Waffe aus der Waffenkammer von dem Kingdom kommt und das Kingdom hat natürlich noch Waffen. Und alles spätestens dann, wenn der Auslöser dazu gekommen ist, ich denke mal, dass da irgendwas Krasses passieren wird. Vielleicht töten Daryl und Richard die Saviors und so, oder die fliehen und wissen, dass Daryl dort ist und so weiter. Und das ist dann natürlich das Signal für Ezekiel, komm, wir müssen jetzt aktiv werden, wir schließen uns jetzt Rick an. Ja, genau, das ist, das sind so die zwei Hauptkernpunkte, mit denen sich Episode 10 auf jeden Fall beschäftigen wird. Ich denke mal, der Titel New Best Friends, also Neue Beste Freunde, wird auf diese Schrottplatz-Crew bezogen sein. Dazu gab es jetzt, ich habe mal meine beiden Kollegen noch gefragt, was die davon halten, also was die auf jeden Fall auch davon denken, was in der Folge passiert. Die sind der Meinung, also der eine sagt, das finde ich sogar gar nicht mal so unplausibel, der sagt, entweder Ricks Gruppe ist jetzt vor dem Sanctuary und die sehen diesen, das ist ja ein speziell präparierter Zombie, ich rede jetzt über diesen komischen Zombie mit dem Stachelhelm, mit den Stacheln, entweder der steht auch vor dem Sanctuary und der wurde von den Saviors präpariert, oder aber, was ich für viel wahrscheinlicher, denke und erachte, dass es einen Arena-Kampf bei dieser Schrottplatz-Crew geben wird, wo Rick und vielleicht noch ein, zwei andere sich beweisen müssen, dass die kämpfen können, damit sich dieser Schrottplatz-Crew anschließt, denn ich denke mal nicht, dass sie auch so einfach mal ein Auge zudrücken und so weiter und die gehen lassen. So einfach, denke ich, wird's nicht. Genau, deswegen denke ich, dass es auf einen Arena-Kampf hinauslaufen wird, wo sich Ricks Truppe erst beweisen muss, dass sie kämpfen können und dass da eben auch dieser, ja, man sagt auch, Zombie mit der Krone da steht, also haben die jetzt zumindest gesagt, dass das aussieht wie so eine Zombie-Krone. Ich bin einfach nur der Meinung, die wurden halt speziell präpariert, die Zombies, um halt noch stärker und schwieriger getötet. Also die lassen sich einfach schwieriger töten. Ne? Genau. Das sind wie gesagt die Kernpunkte. Und ich bin auch echt einmal gespannt, wie das Ganze dann am Ende so ausgeht. Und vor allen Dingen, ob wir in der Folge die Saviors großartig zu Gesicht bekommen. Ich vermute es eher nicht, denn wie gesagt, der Kernpunkt wird ganz einfach auf dieser Schrottplatz-Crew und dem Kingdom sein.
So, das zu der Preview. Ich möchte noch ganz kurz auf ein, zwei andere Zitate bzw. ja, Aussagen darauf eingehen. Und zwar wird gesagt, dass Rick ja am Ende, weil er so gelächelt hat, könnte er eine Person gesehen haben. Das haben wir in der Besprechung von Episode 9 auch mal kurz angeteased. Auf jeden Fall, ja, habe ich schon von ein, zwei Leuten gehört, ja, da könnte ja, keine Ahnung, so Morales aus Staffel 1 sein. Da dachte ich auch so, wer bitte? Morales? Ah, ja, der Mexikaner da. Denke ich auf jeden Fall nicht. Das lässt sich auf jeden Fall hundertprozentig ausschließen. Der ist Geschichte, Leute. Der kommt im Walking Dead nicht mehr vor. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also da sind wir auf der sicheren Seite. Das Thema mit Morales ist abgehakt. Vor allen Dingen, wie sollte Rick ihn auf einmal so schnell erkennen? Der hat ihn jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr und seit über 6 Staffeln hinweg hat er ihn nicht mehr gesehen. Des Weiteren wurde gesagt, Carol. Da denke ich mir nur, habt ihr jetzt nicht aufgepasst? Carol ist im Moment in dem Wald allein unterwegs und so ein heftiger Zeitsprung wird das jetzt wohl nicht sein, dass die da bei dieser Schrottplatz-Crew direkt eine Waffe in die Hand gedrückt bekommt und so weiter. Und ja. Achso, was ich noch vergessen habe zu sagen, wir werden uns wahrscheinlich auch wieder auf Father Gabriel freuen können. Und apropos, das kann ich jetzt noch einwerfen, der wurde nämlich entführt. Wer genauer bei Episode 9 hingeguckt hat am Anfang, wo der weggefahren ist, neben ihm auf dem Rücksitz ist auf einmal eine Person aufgetaucht und ich denke mal, er wurde bedroht. Und während er die Sachen da gepackt hat, die ganzen Dosen eingeräumt hat, er war ja auch ziemlich nervös, weil er das Ganze umgekippt hat, wird man bestimmt auch, wird er die Möglichkeit gehabt haben, eine kurze Notiz ans Ende in das Buch zu schreiben, Boot. Vielleicht hat die das so gesagt, keine Ahnung, dass sie die Leute da vom Boot aus beobachtet hat. Das bleibt jetzt noch abzuwarten, ich freue mich auf jeden Fall auf Montag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, das war die Preview zur Episode 10. Natürlich kommt dann am Dienstag oder Mittwoch nächste Woche wieder die Besprechung, je nachdem, wie wir Zeit finden zum Aufnehmen. Bis dahin, macht's gut, vielleicht kommt am Wochenende noch ein Game of Thrones Video, nur mal so, um das Ganze anzuteasern. Bis dahin. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.